Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Schlacht um Mittelerde 2 Let's Play, die gute Kampagne. Ja, wir haben hier leider keine Karte, sondern nur den Ladebildschirm, deswegen kann ich immer nicht so viel sagen, wenn dann gleich das Video losgeht. Ja, das ist dann halt immer unterschiedlich. Jetzt gucken wir mal. Okay, jetzt geht's los. Kontrollieren mit dem Hohen Pass die wichtigste Verbindung zwischen Eriador und den Ländern östlich des Anduin. Lorfindel und Gloin sind fest entschlossen, den Pass zurückzuerobern. Der Angriff auf Bruchtal kam aus Norden. Aber bevor wir die Wurzel des Bösen ausmerzen, müssen wir die Orks vom Hohen Pass verjagen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ist ein gefährlicher Ort. Wir sollten einen Stützpunkt errichten, bevor wir weiter marschieren. Ja, alles klar. Das machen wir auch gleich. So, okay. Errichtet auf dem Hohen Pass einen Stützpunkt, pflanzt einen Malonbaum. Okay, jetzt kurz nochmal. Also, ja, das gibt leider immer nur den Ladebildschirm. Also, wenn ich auf Laden klicke, dann kommt gleich der Ladebildschirm und dann geht's schon gleich los. Deswegen, ja, werde ich einfach nur eine kurze Begrüßung immer raushauen und dann, ja, will man halt gucken, dann kommt irgendein Video und was weiß ich. Und jetzt sind wir ja hier schon mitten im Geschehen und dann geht's weiter. Also, ja, an sich, die werden mir hier ganz viele Sachen schnell um die Ohren werfen und sagen, ja, ich will jetzt das und das machen, und wenn ich das gemacht habe, kommt sofort wieder irgendwas anderes und dann babbelt wieder irgendjemand rein. Ja, das heißt, ich kann leider nicht zu viel reden, ich würde sehr gerne einfach euch wieder zuschwallen, aber ja, muss ich halt einfach mal diesem Tutorial-Typen hier ein bisschen das Reden überlassen. Aber werde halt immer noch, wenn es möglichst geht, irgendwas noch dazu sagen. Und halt auch, ja, nochmal die Unterschiede erklären, was zum Schlacht um Mittelerde 1 eben sind. Ja, und, ja, das war jetzt schon die erste Aufgabe. Pflanzt einen Malornbaum. Ein Malornbaum. Ein Malornbaum. So, wie kann man jetzt, also, was haben wir hier jetzt? Wir haben, also man kann hier immer so eine Festung bauen, das ist dann so wie praktisch das, was wir früher immer hatten. Und hier sind so ein paar Bauplätze, das ist einfach nur, um die Festung zu verteidigen. Da kann man Mauern hinstellen, hier Türme zum Beispiel oder eine Mauererweiterung. Da gibt es auch dann für die anderen Völker, gibt es noch irgendwie Special-Sachen. Ja, und dann kann man halt die Festung hier, das ist halt dann eben die Festung, wenn die zerstört wird als letztes, dann hat man eben verkackt. Ja, gut. Stärkt mit einem Malonbaum unsere Wirtschaft. Gut, jetzt haben wir hier natürlich dann keine festen Bauplätze mehr. Das heißt, wir haben jetzt hier so Baumeister. Wir können hier so einen Baumeister auswählen und dann haben wir hier das Baummenü. Wir können einen Malonbaum pflanzen, Elbenkaserne errichten, Stallungen, Heldenstatue, Kampfturm, Mauer, nee, Galadriels Spiegel, Schmiede, Mauerknoten und eine neue Festung. Ja, die können wir natürlich nicht errichten, weil wir das Geld nicht dafür haben. Gut, also wir sollen jetzt erstmal so einen Malornbaum pflanzen, der erhöht, genau, erzeugt abhängig vom verfügbaren Gelände Rohstoffe, das sehen wir gleich, also das sind die Rohstoffgebäude, und erhöht das Kommandeurspunkte-Limit um 50. Jetzt sehen wir schon hier mal 400 Kommandopunkte und das ist natürlich relativ wenig, weil die einzelnen Bataillone im Gegensatz zum Einser viel mehr so Kommandopunkte verbrauchen. Und ich glaube 60 Stück pro Bataillon oder so. Und wir müssen jetzt halt dann immer in jeder Mission so Malornbäume pflanzen und da halt dann immer unsere Kommandozahl dann hochpushen damit. Das Gute, beziehungsweise das, was halt anders ist, wir schleppen nicht mehr immer unsere Armee durch die ganzen Schlachten mit, sondern es ist eigentlich immer neu. Wir haben jetzt hier ein paar neue Elben dazu gekriegt. Die sind jetzt alle wieder ganz gesund. Die sind alle auf Stufe 1. Also das sind nicht mehr die, die wir aus Bruchtal mitgenommen haben irgendwie. Nur noch die Helden, da das bleibt halt eben so, wie es ist. Werkzeuge bereit. So, wenn ich jetzt hier so einen Malornbaum pflanzen will, dann sehe ich jetzt, ich kann ihn hier pflanzen, da steht hier so 76%. Na, ich sollte natürlich irgendwo hin, wo möglichst viele Prozente sind. Da hat man irgendwo 96, dann nehmen wir das doch mal. Und das heißt halt einfach, dieser weiße Kreis, den man da sieht, da muss halt möglichst viel, da muss halt möglichst viel frei sein, damit man da eben möglichst viel Rohstoffe rauskriegt. Jetzt kann ich hier noch so einen zweiten. Jetzt sieht man da auch, wo der eben ist. Jetzt, wenn ich den natürlich hier wieder reinstelle, noch einen zweiten, dann bringt mir das natürlich gar nichts. Also baue ich hier mal einen zweiten einfach mal hier noch hin. Wo habe ich jetzt wenigstens 82%. Wir werden mehr Soldaten brauchen.
Ja, das ist nett. Lass uns eine Kaserne bauen. Ja, und dann jeder Baumeister kümmert sich dann eben darum und der baut das Ding dann eben auf. Und ja, der andere ist jetzt hier die Hingala frei und der könnte zwar mal eine Kaserne hinstellen, aber das machen wir jetzt mal noch nicht. Wir stellen erstmal noch. Was? Achso, da geht es auch auf den Pass raus. Ah, hier geht es nämlich nicht weiter. Ja, gut, dann stellen wir mal hier noch so ein. Na, ne, nicht wirklich. Stellen wir mal hier noch so ein Bäumchen hin. So, zack, hier. Dann kommt der Baumeister nochmal. Dann baut er da hinten auch noch so einen Malon-Baum, damit wir mal ein bisschen Rohstoffe hier. Ja, Rohstoffe und vor allem auch Kommandeurspunkte kriegen. Gut. So, wenn die dann einmal fertig sind hier. So, was müssen wir denn machen? Ja, pflanzt einen Malornbaumhammer und baut eine Kaserne. So, Gloin hat sich jetzt hier irgendwie ein bisschen versteckt. Kein Bock mehr. Und jetzt können wir eben, jetzt bauen wir hier mal so eine Elbenkaserne. So, hier ist dann der Pass, den können wir danach auch mit einer Mauer schützen. Keine Ahnung, bauen wir mal nah an die Festung irgendwo hier. Hier so eine Kaserne hin, zack. So, wir können schon nochmal 5 Punkte haben wir schon wieder. Das heißt, wir können Elbenwald und oder wallender Nebel, und natürlich nicht oder. Ja, das ist halt jetzt die Frage, was können wir denn hier machen? Errichtet einen Defensivturm. Okay, was haben wir hier? Repariert Gebäude, das ist auch ganz cool. Rohstoffproduktion des gewählten Gebäudes wird auf 300% erhöht, das ist auch gut. Ruft Tom Bombardier, linksklick auf das Symbol und anschließend auf ein passierbares Gebiet, cool. Und dann haben wir hier gewählten Sammelruf, die gewählten Verbündeten verursachen plus 50% Schaden. Ja, jetzt nehmen wir noch einfach mal, ja. Komm, nehmen wir halt die einfach. Nehmen wir mal den Elbenwald, ganz normal. Den sind wir gewohnt, den kennen wir schon. Ja, und das ist auch ein bisschen anders, wenn ich jetzt so eine Fähigkeit nehme hier und die anwenden will auf Truppen oder auf irgendwas. Zum Beispiel jetzt wenden wir doch mal den Elbenwald hier an. Hier so. Muss ich mit Linksklick anwenden und nicht mit Rechtsklick. Wir brauchen Stallungen. So, Stallungen brauchen wir auch noch. Heiland. Was wir nicht alles brauchen. Brauchen wir noch alles? Ja, eine Schmiede. Ja, du hast nichts zu tun. Dann bauen wir mal eine Schmiede. Wie wär's? Was kann der Galadriel-Spiegel? Verbündete in Nähe werden geheilt. Okay, ist also wieder Brunnen. Naja, gut. Jetzt bauen wir nochmal die Schmiede hier noch her. Ah ne, vielleicht will er ja das, dass ich die selber errichte. Wir müssen unser Lager mit Kampftürmen schützen. Ja, dann schützen wir die doch mal mit Kampftürmen. Jetzt gucken wir mal, hier ist der einzige Eingang hier. Das heißt, wir bauen hier einen Kampfturm hin. Und hier einen. Es wird Zeit, etwas zu bauen. So. Gut, jetzt haben wir ja Kaserne, Stallungen, sehr gut. Jetzt müssen wir mal hier gucken, dass wir hier ein paar Einheiten herkriegen. Genau, die rüsten sich jetzt auch nicht mehr selber aus. Die werden nicht, die steigen nicht mehr selber auf die Gebäude, sondern die muss man jetzt eben, auf Stufe 2 ausbauen. Kostet 1000 Punkte, ja, machen wir jetzt erstmal nicht. Wir haben hier ein paar Elbenkrieger schon, jetzt holen wir uns noch ein paar Bogenschützen und ein paar Reiter. Wir haben das Gebäude fertiggestellt. Wir haben ein neues Gebäude. So, der Feind kommt schon. Das ist natürlich blöd. Wählt einen Bauplatz für eine Festung. Haben wir doch schon. Und richtet einen Wachturm damit. Ah, also so ein Wachturm daran hier. So, zack, bauen wir hier einen Wachturm hin. Werkzeuge bereit. Jetzt bauen wir hier am besten eine Mauer. Der Boden hier ist ungeeignet. Was? Baumaterial ist unterwegs. Okay. Ah, die Festung hat natürlich. Die Festung geht natürlich nur bis. Also ich baue jetzt mal hier eine Mauer hin und die Festung geht natürlich nur. Sieht man hier, so weit geht die nur. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, ich kann nur so weit bauen. Jetzt schauen wir mal. Jetzt nehmen wir mal die Leute hier mit. Und unsere Helden natürlich auch. Und gucken wir mal, dass wir die hier fertig machen. Die greifen hier unseren Baumeister an. Das ist natürlich nicht gut. Ja, beziehungsweise haben wir ja hier unsere Türme. Das passt schon. So, jetzt warten wir mal hier. Bis wir mal noch ein paar zusätzliche Truppen haben. Und jetzt bauen wir dann doch mal noch so eine Schmiede. So, bauen wir mal hierher. Ja, finde ich auch, das ist ein vortrefflicher Bauplatz. Das alte, der Mauerknoten, der braucht ja Ewigkeiten, bis wir den gebaut haben. So. Okay, 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 okay. Ja, geschafft.
Okay, Mauer errichten. Ja, jetzt kann ich natürlich hier keine Mauer hinbauen. Das ist ja super. Das ist ein Klassiker. Na, super. Ja, machen wir mal ein bisschen Kackmauer hin. So, der Baumeister kommt gleich mal schnell rein. Bevor hier fertig gebaut wurde. So, zack, jetzt kommen wir alle hier rüber. So, und jetzt können wir schon nichts weiter bauen. Weil wir jetzt schon volle Kommandeurspunkte haben. Jetzt können wir natürlich hier noch mit dem einen Baumeister hier. Können wir nochmal so einen Malornbaum hier hinstellen. Ich weiß aber nicht, ob wir dann nochmal plus 50, weil irgendwann ist halt auch Schluss. Ich weiß nicht, ob das bei 800 ist oder bei 600 schon. Je nachdem, keine Ahnung. Dann können wir hier mal Elbenrüstung und Bannerträger erforschen. Die sind halt alles so sauteuer. Aber ja. Jetzt tun wir es erstmal auf Stufe 2 ausbauen. So, und das sieht man jetzt, okay. Es bringt nichts mehr. Wir können es einfach. Also 600, ab 600 Kommandeurspunkte ist dann Schluss. Was eigentlich eine recht kleine Armee ist. Ich weiß gar nicht, ob sich das dann später nochmal erhöht. Wollen wir hier mal nochmal so einen Baum hin. Bisschen was für die Rohstoffe tun. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich schon mit denen hier einfach mal zurechtkommen. So, jetzt können wir hier mal. Verdammt, haben wir das jetzt selber hier eingebaut. Na super. Weil normal kann man da hier so ein Tor natürlich reinbauen, aber das kann man natürlich nicht, wenn die Mauer hier so abgeknickt ist. Aber da kommen wir an der Seite, kommen wir schon durch. Okay, jetzt kommt erstmal. Ein bisschen unübersichtlich jetzt gerade hier. Also, vor allem hier die Elben sind so schneeweiß angezogen und hier ist überall Schnee auf dem Pass. Ist natürlich nicht so geil. Also, 4. Unsere Helden auf 3. Unsere Bogenschützen auf 2 und unsere Einzelnen auf 1. So, Baumeister, komm schon wieder ein bisschen zurück. Gut, und jetzt können wir hier auch mal langsam die Upgrades bauen. Eieiei, das ist ja teuer. Leute. Und was kosten die einzelnen Updates dann? 300, na, das geht ja. Geht so einigermaßen. Gut. Soweit, so gut. Was hier auch noch neu ist, was ich ganz cool finde, das habe ich im Einser immer vermisst gehabt. Wenn man beide Maustasten gleichzeitig drückt, sieht man schon hier, ah, cool. Die kann ich hier ganz geil aufstellen, die Leute. So. Kann ich die hier so aufstellen und dann zum Beispiel mit G in Verteidigungsposition bringen? Ja, so natürlich nicht. Schnell, Elben des Waldes. Das ist eine Orkhöhle. Unsere Feinde kommen über uns. So, und dann stehen die wenigstens eigentlich mal ganz gut da. Jetzt kommen, sollen sie aber mal angreifen. Hier, Sturmangriff. Und sollen mal Hilfe von den anderen kriegen hier. Hey, da kommen sie ja schon alle. So, Schätze, komm, hol die Schätze ab. Jawohl, sehr gut. So, wir haben die Schmiede verbessert. Jetzt können wir hier auch mal Sachen erforschen. Gut, wer kommt da so jetzt hier? Los, Angriff. Ach, habt ihr schon alle. Naja, cool. Dann kommt mal hier. Komm, holt mal das Zeug damit. Endlich kommt es zum Kampf. Seid ihr irgendwie. Wollt ihr alle sterben oder was? Ist ja doch blöd. So, jetzt gucken wir mal, wo kommen wir da am besten? Na, über den Pass rüber. Na, da kommen wir, glaube ich, gar nicht durch. Schauen wir mal, jetzt gehen wir da rüber, wo die anderen Orks hergekommen sind. Da steht so eine Orkhöhle. Die muss man natürlich zerschrotten. So, jetzt gucken wir mal hier, wie wir das hier genau machen. Wenn wir jetzt mal wir alle hier markieren. Aufhalten. Ja, dann können wir die nämlich auch alle hier so schön. Zack, richtig hinstellen und genauso wie es halt auch Sinn macht. Defensiveinheiten oder halt die normalen Einheiten vorne und die Bogenschützen hinten. Das macht natürlich schon viel Sinn. Also das ist schon alles recht durchdacht und eigentlich ganz cool. So, und was ist das hier eigentlich, ein Turm oder eine Orkhöhle oder was soll das darstellen? Es schießt vor allem und das mag ich irgendwie gar nicht. Sachen, die schießen, mag ich nicht. Jetzt bauen wir noch die Upgrades weiter aus. Und dann gucken wir mal, dass wir hier ein paar Leute mit Upgrades versorgen können. Jetzt heilen wir euch hier mal. Ui, es ist groß diesmal.
Aber diesmal heilt er nicht alle komplett. Da heilt sie nur so ein bisschen. Das ist natürlich nicht so gut. Komm, mach doch das Ding nochmal. Die Ruine muss natürlich weg.